Kra! Kra! Ach, ist das ein Frust! Herumfliegen müsste man, kra! Um sich zu erwärmen. Aber dazu bin ich zu alt. Kra! Zu alt! Kra! Glaubst du vielleicht, mir geht's besser? Ich springe herum und friere trotzdem. Kalt ist es, kalt, so kalt! Kommt herunter, ihr Eichhörnchen! Lasst uns Feuerfangen spielen! Damit wecken wir die Sonne und laden den Frühling ein. Ein Gras, hopp mit durch das Gras. Darfst nicht barfuß laufen, musst die Schuhe kaufen. Trägst du Schuhe, Mümmelmann, dass dich keine finden kann. Mach dir niemand den Gras, einen Satz. Und du bist raus. Du bist dran. Nein, gar nicht wahr. Natürlich, alle anderen sind raus, also musst du fangen. Gefunden oder eine gute Nachricht erhalten, kleines Mädchen? Keines von beiden. Wir Eichhörnchen und ein Hase haben hier Feuerfarm gespielt. Sie haben gesprochen wie wir. Ich habe alles verstanden. Alles. Wort für Wort. Oh, das glaube ich dir gern. Bedenke, was heute für ein Tag ist. Das alte Jahr ist vergangen und das neue tritt über die Schwelle. Am Jahreswechsel geschehen noch ganz andere Dinge. Ja, wirklich? Mein Großvater zum Beispiel hat mir oft erzählt, dass sein Großvater als kleiner Junge... ...in der Silvesternacht, also kurz vor Beginn des neuen Jahres... Glück und Gesundheit, mein kleines Mädchen. Vielen Dank. Glück und Gesundheit wünsche ich Ihnen auch. Also, mein Großvater erzählte, dass sein Großvater als kleiner Junge in der Silvesternacht, er mochte damals so alt gewesen sein wie du, allen 12 Monaten begegnet sei, dem ganzen Jahr. Alle Jahreszeiten erlebte er so auf einmal. Den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Aber das ist doch unmöglich. Und doch war es so. Ich wünsche Glück und Gesundheit. Ich danke. Ich kann nicht klagen. Aber du solltest Acht geben, dass du dich ohne Mantel nicht erkältest. Wer hat dich nur bei diesem Wetter in den Wald gehen lassen? Meine Stiefmutter. Sie schickt mich jeden Tag hinaus. Ich muss Reisig sammeln. Ach, so ist das. Tja, kleines Mädchen, dann musst du es wohl tun. Ich werde dir dabei helfen,
damit du eher wieder in der warmen Stube bist. Meine Arbeit schaffe ich immer noch. Ich helfe Ihnen auch. Was müssen Sie denn machen? Ich soll eine Tanne fällen. Die schönste, die es gibt. Für Ihre Majestät, die Königin. Na, und mit Königin müsste ich gut Kirschen essen. Denn wenn sie schlechte Laune hat und ihr die Tanne nicht gefällt, bin ich rettungslos verloren. Aber sie darf Ihnen doch nichts tun. Die Königin ist unberechenbar. Sie ist kaum älter als du. Auch sie hat ihre Eltern verloren. Seit jeder Zeit regiert sie selbst und lässt sich von niemandem etwas verbieten. Sie macht, was sie will. Die Königin ist also ein Waisenkind, genau wie ich. Sie tut mir leid. Und ob einem das leid tun kann? Ein junger Mensch, der sich von niemandem etwas Vernünftiges beibringen lässt. Dann will die Königin also überhaupt nichts lernen? Auch nicht schreiben und lesen? Aber mein kleines Mädchen, wo denkst du hin? Lesen und schreiben lernt sie natürlich. Sie hat sogar ihren eigenen Lehrer. Und was für einen? Einen berühmten Professor. Meine Majestät. Fertig. Würden Eure Majestät mir erlauben, dass ich mir die Freiheit nehme, darauf aufmerksam zu machen, dass Eure Majestät beim Schreiben dieser beiden Worte wieder drei Fehler gemacht haben? Stört es Sie? Dann gucken Sie da nicht hin. Oder bitte. Sehen Sie, schon sind die Fehler verschwunden. Sowieso nicht leiden. Gräser duftend sprießen, aus dem Winterschlaf erwacht. Lasst uns heute schon genießen Sonnenschein und Frühlingspracht. Ich schreibe nur Sonnenschein und Frühlingspracht. Sonnenschein und Frühlingspracht. Ich gestatte mir, Eure Majestät ehrwürdigst zu ersuchen, Eure Majestät Unterschrift huldvollst unter diese Dokumente setzen zu wollen. Meinetwegen. Geben Sie schon her, wenn es unbedingt sein muss. Dann mache ich eben die Schreibübung für den Professor nicht weiter. Schluss für heute. So, siehst du, deine Arbeit ist geschafft. Jetzt aber werde ich mich um eine Tanne kümmern. Du weißt, es muss eine ganz besondere sein. Ich werde Ihnen die schönste Tanne zeigen, die es in diesem Walde gibt. Sie werden staunen, wie kräftig sie ist und wie gleichmäßig gewachsen. Gut, führ mich hin. Zeig sie mir. Das heißt, wenn du nicht zu müde bist. Was denn? Heute am Silvestertag? Da kann man doch nicht müde sein. Oh, bin ich heute wieder müde. Vergebung, Majestät. Ich bedauere unendlich, Eure Majestät erneut mit der Bitte behelligen zu müssen, eine Kleinigkeit zu schreiben. Hinaus! Ich will nicht immer zu schreiben! Wenn Eure Majestät nur geruhen wollten, eine Entscheidung zu treffen, ist ein Gnadengesuch. Also gut, damit ich sie endlich loswerde. Was soll ich denn nun schreiben? Nichts einfacher als das. Entweder hinrichten oder begnadigen. Begnadigen. Oder hinrichten. Da schreibe ich lieber hinrichten. Das ist wenigstens kürzer. Ich bitte dringend noch einmal zu überlegen, was Eure Majestät da geschrieben haben. Sie müssen noch immer etwas aussetzen. Was habe ich denn nun schon wieder falsch gemacht? Ist doch vollkommen richtig. Oder heißt es etwa hinrichten? Wäre es nur ein Schreibfehler, wäre es halb so schlimm. Aber dieser Fehler ist nicht wieder gut zu machen. Um sich wenige Buchstaben zu ersparen, wählten Eure Majestät das kürzere Wort. Und jetzt kostet dieses eine Wort einem Menschen das Leben. Sie scheinen zu vergessen, dass ich mit einer einzigen Unterschrift auch Sie hinrichten lassen kann. Oh. Und sogar heute noch, wenn es mir gefällt. Ich bitte um Verzeihung.
Aber würden Eure Majestät die Güte haben, mir zu sagen, warum? Weil Sie eigensinnig sind. Immer wenn ich etwas sage, behaupten Sie, das ist falsch. Und wenn ich einen Satz ganz richtig geschrieben habe, dann finden Sie trotzdem Fehler. Vergebung, Eure Majestät. Ich werde mich nie wieder erdreisten, Euer Majestät zu widersprechen. So. Na, das werden wir gleich sehen. Bitte, Herr Professor, ich gestatte Ihnen, den Unterricht fortzusetzen. Sie dürfen mich etwas fragen. Wie viel ist 6 mal 6, Eure Majestät? 6 mal 6? 17. Bravo! Stimmt genau, Eure Majestät. Und wie viel ist 8 mal 8? 3. Das Kopfrechnen ist Eurer Majestät noch nie schwer gefallen. Und wie viel ist, Wie viel ist dies, wie viel ist das, wie viel ist jenes? Ich habe diese Folge rein und endgültig satt. Hören Sie auf damit. Erzählen Sie mir lieber mal irgendetwas Interessantes. Und worüber? Na, über irgendetwas, was mit Neujahr zu tun hat. Das ist vielleicht das Beste heute zu Silvester. Ganz wie Eure Majestät befehlen. So hört denn Eure Majestät. Ein Jahr besteht aus 12 Monaten. Und diese 12 Monate folgen in ganz bestimmter Reihenfolge aufeinander. Jeder Monat bringt uns seine Geschenke, bringt uns neue Freuden und neue Überraschungen. Der Dezember, der Januar und der Februar das Schlittschuhlaufen. Und auch die Faschingsspäße. Im März beginnt gewöhnlich die Schneeschmelze. Es wird wärmer, der Frühling hält seinen Einzug. Und im April wagen sich die ersten Schneeglöckchen hervor. Schneeglöckchen? Das sind meine Lieblingsblumen. Die will ich gleich haben. Kann jetzt nicht April sein? Der April vor dem Januar? Das ist unmöglich, Eure Majestät. Unmöglich, sagen Sie? Ich kann nicht umhin, Eure Majestät hierin zu widersprechen. Denn diese Reihenfolge ist ein Naturgesetz. Ich will Schneeglöckchen. Dann erlasse ich eben mein neues Naturgesetz. Oh! Kommen Sie, Herr Professor. Setzen Sie sich auf meinen Platz. Jetzt machen wir es mal umgekehrt. Ich diktiere. Es ist nämlich viel leichter. Schreiben Sie. Gräser duftend sprießen, aus dem Winterschlaf erwacht. Och. Na, was ist denn? Warum fangen Sie nicht an? Vernehmt der Königin Kunde, die Wiesen seien grün. Ich fordere, dass zur Stunde die Schneeglöckchen erblühen. Das Gräser duftend sprießen, das hell die Sonne lacht. Schon heut will ich genießen des Frühlings Blumenpracht. Die Königin zu beglücken, zu ernten reichen sollt, geht Schneeglöckchen und pflücken, ich wieg sie auf in Gold. Bringt mir die Schneeglöckchen noch heut in den Palast. Ich geb euch Gold dafür, so viel der Korb nur fasst. Wo kriegen wir einen so großen Korb her? Wir haben nur einen, der Gold genug fassen würde. Und der hat ein Loch.